Moin, moin, liebe YouTuber. Wir sind wieder mittendrin bei WoW. Und ja, ihr wisst ja, wo wir gestern aufgehört haben. Bei uns ist jetzt wieder mal ein Tag Pause vergangen. Miraguli ist auch wieder mit dabei. Jo. So, erstmal bringen wir uns hier zur Werkstatt. Lol. GZ. Ja, wir haben gestern hier wieder aufgehört und haben im Gebiet ganz ordentlich schon was geschafft. Und jetzt haben wir nur noch verteilte Quests, deswegen müssen wir uns da mal ein bisschen durch die Gegend fliegen. Und wir haben uns im Dungeon haben uns auch schon angemeldet. Das heißt, wenn wir Glück haben, werden wir gleich schon reinkommen. Wartezeit sind auch nur knapp eine Stunde. Also nur wird das bei euch wahrscheinlich ein bisschen länger dauern vom Let's Play her. 3-4 Folgen oder so. Nee, meine Erneuerung ist gestern, ich war gestern Feuerlande. Gestern abends noch und hab Flammenkralle von... Also von Feuerlande hier den Rahmenfürst bekommen, nur in Flamme. Ist einfach ohne mich ist er gegangen, einfach ohne mich. Hier, schaut, also. Zack. Da hat dann... Der Sack, ey. Weiß nicht, was er für eine Drop-Chance hat, aber... Ja, 0,1, also ich bin gestern mit den Druiden wieder reingegangen und ja... Okay, ich sehe gerade, wollen wir das wirklich hier machen? Warum? Wir sind nämlich komplett an ein anderes Questgebiet gerade hier so gesehen. Also. An eine kleine andere Ecke. Wieso? Na, hier hast du wieder 3-4 Quests, ne? Die du annehmen kannst. Ja, sag ich doch, hab ich doch gesagt. Deswegen dachte ich ja, lass uns mal in die andere Richtung. Ja, dann komm, lass uns in eine andere Richtung. Oh, der Junge macht mich fertig. Also, erstmal. Mein Laufbimbo. Ja, lass uns mal oben die Quest abgeben. Dann lass uns von hier aus rechts hochfahren. Ja, ja, ich habe hier erstmal hier Questtypen und so, den gerufen, mein Händler. Jo, warte mal, den rufe ich auch mal eben. Vielleicht habe ich ja nicht mal Glück. Hallo. Und der droppt sich selber. WTF! Was denn? WTF! Was los ist? Pass auf, zeige ich dir. Ne, steht da unten schon, was ich erhalten habe, oder? Nö. Ne? Pass auf, jetzt kommt's. Jetzt kommt's, Alter. Man sieht sich. Warte. Guck dir das mal an, Mann. Aha. Geil, oder? Wie kostet die? 2000. Aha. Kannst du ihn nur einmal holen, oder? Hä? Nur einmal, oder? Holen? Nur einmal, ja. Leider ja. Das wäre jetzt geil gewesen. Aber cool, also dieser Händler scheint hier echt viele Klamotten zu haben. Das ist echt nice. Boah, ist das geil, Mann. Das ist natürlich jetzt richtig episch. Warte. Ist gewöhnlich, Mann. Nee, das ist definitiv episch. Definitiv. Boah, Alter, ist die groß. Und gerade habe ich noch gesagt, ich brauche neue Taschen. Und dann kriege ich eine, ey. Wie geil ist das denn? Schönen guten Tag. Nein, ich will nicht dich, ich will da rein. Ja, geil. Das war immer ein richtig geiler Drop, finde ich. Damit bin ich zufrieden. Auf jeden Fall. Aber die eine Quest hast du nicht abgegeben, ne? Nee, nee, ich hab da ja gerade nichts angenommen, nichts abgegeben. Genau, gut. Hab ich nämlich auch nicht gemacht. Wo fährst du jetzt hin? Ich dachte, du fährst nach oben, die Quest abgeben. Ach, ist doch egal. Na, ich fahr jetzt erstmal zu die anderen zwei Quests, die wir jetzt hier haben. Machen wir die erstmal, würde ich sagen, dann gehen wir die abgeben. Okay. Dachte ich mir jetzt so. Dachtest du dir das? Ah. Und ein Event ist hier gestartet. Ja, super Idee hier. Super Idee. Hilfe! Wisst ihr, er schreit nach Hilfe, obwohl ich so gut wie tot war. Würde ich noch nicht mal sagen, ey. Ich habe übrigens ein paar Sachen rausgefunden, warum ich keinen Schaden gemacht habe. Ist das nicht witzig? Echt? Ja, Mann. Ey, du, stimmt, du machst jetzt ein bisschen mehr Schaden.
Ja, ich habe mir gestern mal meinen Charakter nochmal genau angeguckt. Und habe da so vielleicht so ein paar Kleinigkeiten rausgefunden. So ein paar Massenbooms. In einer Instanz, also da wo wir gestern irgendwo gekämpft haben, war ich übrigens Damage Erster, habe ich gemerkt. Ja, da war ich auch klar. Also es bringt auf jeden Fall eine Menge. Ich habe noch so ein paar Fertigkeiten rausgefunden, die ich wohl irgendwie übersehen habe. Lag vielleicht daran, dass ich bei Mist of Pandaria noch nicht so mitgemacht habe. Wie prockt das denn jetzt nicht? Na, warum aktivierst du dich denn nicht? Egal. Was? Hä, wieso bin ich tot? Wo bist du? Tot. Wo bist du? Ich war tot, ich bin von den Großen gestorben. Ja, WTF, hättest du was gesagt, ey? Hättest du gesagt, ey, Piccolo, pass auf, ich bin tot, dann hätte ich andere Sachen gezündet, Mann. Mann, alles muss man selber machen hier. Ich habe nämlich endlich mein Schild gefunden. Ah. Ich habe ein Schild. Aber sagt keinen Ton, ne? Verreckt und sagt keinen Ton, Alter. Weißt du, bist hier zu Gange, machst und tust und denkst, oh ja, der behält schon die Aggro. Gerade hier die Dinger am Durchlesen, was war nochmal was und dann passiert sowas. Unglaublich. Dann hätte ich den ich Großen hab dir gerade schön zugeguckt. Ja. Wo hast denn du mir zugeguckt? Wie du gestorben bist. Ja? Da habe ich schön zugeguckt, also. Sah nett aus. Du mich auch. Ist auf jeden Fall gut um mir fallen. Ja, schon klar. Das hier ist ein Event, ne? Ja, deswegen mache ich den ja. So, warte. Ah, warum habe ich den jetzt schon wieder gepult? Weil du gut bist. So, gucken wir doch mal. Ich kann das noch nicht werden. Ich will mal eben mein Beschwörungstier hier. So. Na, wirst du mich wohl in Ruhe lassen, Alter. Ich glaube, es hackt, wa? Aber jetzt gibt's aber übelst auf die Fresse, Alter. Hier, wie gefällt dir das, du Pisser? Oder das hier, ja? Verrecke. So macht man Schaden, hast du das gesehen? Ja, bist du immer noch hinter mir. Ist mir scheißegal. Jetzt haben wir nur noch so einen großen Arschkapier, oder was? Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr angreifen? Kann mir das mal einer verraten? Bei mir ist alles irgendwie... Wie irgendwas Negatives auf mir? Nö, irgendwie nicht. Ich kann nicht mehr angreifen. Alles ist bei mir stehen geblieben. Ich habe nur noch das hier. Geht's gut. Ah, jetzt kann ich wieder... Also mir kommt so vor, als ob wir hier eigentlich einen Tank bräuchten. Weil das ist ja übel, was hier am Schaden reinkommt. Liegt vielleicht daran, dass die, Ich kann das noch nicht mehr. Könntest du dem mal... Danke.
Ich muss erstmal kurz meine Aktionsleisten fixieren wieder. So. Ich schiebe nämlich hier die ganze Zeit meine Zauberkräfte durch die Gegend. Warte, ich mach das hier. Boah, den einen kannst du noch nicht mehr stunnen, Alter. Was geht denn bei dem? Weiß ja nicht, was der Typ für ein Problem hat, wa? Das ist pervers, ey. Ja, Mann. Ja, der Kleine fällt ja locker. Ja. So ein Kampf am frühen Morgen, ey. Zählt das für dich mit, ja, ne? Ja. Gut. Wo bist denn du? Na, hier. Hm? Ach, da. Toll, der hätte ich auch nie mitfahren brauchen. Ja, nee, pull nicht schon wieder alles. Hier kriegt ihr alle. Ah, jetzt passiert das schon wieder. Ah, jetzt. Okay. Bam! So. Wie gefällt euch das? Ja. Guck mal, siehst du, wie ich leuchte? Guck mal. Ja, ein bisschen. Sieht geil aus, ne? Na, geht. Meine Eisenhaut. 40%, der Schaden wird um 40% verringert. Finde ich ja, Leute. Ja, der Teil sieht cool aus. Nee, nicht wirklich. Sei nur neidisch, weil du es nicht hast, ey. Dafür habe ich den hier. Der sieht viel besser aus. Aha, den habe ich auch. Das ist mir doch egal. Vogel, ey. Da haben wir das Event fertig? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Was fehlt uns denn noch? Irgendwas noch töten. Okay. Ach, erkennst du das Gebiet wieder? Ja. Das ist doch da, wo wir mit dem Vogel hier lang gelaufen sind. Da. Ja, da war alles viel leichter. Ja, so leicht. Ah, der Typ da hinten. Ach, okay, er sagt doch einen Ton. Piep. Okay. Ich gib's auf mit dir. Na dann. Oh. Ja, lass uns erstmal den Großen da wegpullen, das ist recht. Oh Gott! Mach mal Schaden, heil mich mal. Ey. Wie denn? Du musst mich heilen. Mach mal Schaden. Der haut dich ja gleich noch um, ey. Unglaublich. Ich glaube, man hört voll, wie ich auf meine Maus raufkloppe, ey. Ich habe da die ganzen Tasten. Ne. Eine Jüte. Wie die. Konnte ich ja nicht mal looten. Jedes Event gibt keinen. Keine gute XP. Gab keine gute? Keine Ahnung. Ich meinte gerade so. Ich hoffe, es gibt's. Gute XP für die. Haben wir die jetzt fertig? Hier. Nee, da vorne müssen wir noch einmal so einen riesen Golem besiegen. Ach da, der da. Sieht mir nicht sympathisch aus. Nee, nicht wirklich. Kann das sein, dass du mich immer da reinfährst und damit du hoffst, dass ich da reinfliege oder so? Nee. Nee, ja komm.
brennen alle. Was ist denn jetzt hier? Ja, mit diesem neuen Massenangriffszauber muss ich mich erstmal hier noch ein bisschen auseinandersetzen. Ich glaube, ich könnte das noch ein bisschen verfeinern, wenn ich ihm vorher noch diesen Totenkopf aufspreche. Oh ja, 73.000. Ja, läuft. Läuft? Na, aber man muss schon sagen, da kommt jetzt ein bisschen mehr Schaden von dir. Ja? Ja. Hat sich ein bisschen erholt, sagst du. Naja. Nicht viel, aber schon mal ein bisschen. Ja, ich glaube, ich kann da noch ein bisschen noch Feintuning machen, also. So ist nicht. Ich glaube, wenn ich auf den Dicken jetzt gerade noch den Verwüstungskopf gesprochen hätte, hätte er von... Weil ich hätte dann Verwüstungskopf auf den Boss gesprochen und hätte dann quasi den Feuer und Schwefel gezündet und dann hätte ich auf alle Feuerpost gemacht. Und dann hätte, glaube ich, der Totenkopf richtig Verwüstung richtig eingesteckt. Weil da steht nämlich, lässt eure nächsten beiden Einsätze von Chaos Blitz oder eure nächsten 6 Einzelzaubern zusätzlich diesem Ziel treffen. Das heißt, wenn ich dann auf alle Gegner Feuerbrust gemacht hätte, hätte der Dicke auch alles abgekriegt, glaube ich. Echt? Das heißt, er hätte 6-mal quasi Full Damage gekriegt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das so wirklich funktioniert, wie ich mir das hier denke. Das werde ich aber rausfinden. Können wir hier mal testen. Ja, genau. Klopp mich einfach mal hier so in die Wand rein, ey. Du bist mir ein Vogel, ey. Glück, dass ich da rausgekommen bin. Ach naja, ich hätte dir ungefähr eine Stunde oder so mal Essen und Trinken vorbeigebracht. Ja, genau. Sack. Ochse, ey. Oh, ich kann den Kirschen an. Was fliegt denn da? Wieso nicht? Mal kurz den Text fertig. Was machst du fertig? Text. Was für ein Text? Was denn für ein Text, Mann? Wie er nicht mit mir redet. Was für ein Text? Du Ochse. Ist ja nicht so, dass ob wir ein Let's Play wären oder sowas. Nee, wären wir nicht. Sind wir nicht. Mhm. So, aber jetzt müssen wir da nach oben fahren. Ich habe hier gerade einen Gildentext hingeschrieben, weil ich bräuchte es doch echt mal, damit ich dann... Und ich vergesse es jedes Mal. Was für ein Gildentext? Eine Gilde habe ich gerade geschrieben. Schön, kann ich nicht reingucken. Wieso? Ja, weil ich es ausgeblendet habe. Oh, du bist so ein Vogel. Ich nehme es ja mit Fraps auf, du Pfosten hier. Wir haben es heute wieder lieb, ey. Beide mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ach ja, du nimmst ja mit Fraps auf. Ja. Ein Vogel. Ja, bist ja auch ein Vogel, ey. Hast sogar gestern einen gekriegt, ey. Wird schon wohl. Wow, was ist das denn? Das ist ein Rare-Mob. Nicht wirklich. Wer weiß. Oder links können wir 2 abgeben. Oh, wir sind wieder in der Hauptstadt hier. Braucht ihr etwas? Ja, brauchen wir. Oh. Oh, 100. Das ist schön. Kann ich euch helfen? Oh. Man sieht sich. Auch nicht schlecht. Es kann ruhig so weitergehen. So. Ich hab gerade noch welche Quest wieder gekriegt. Tada. Yeah. Erfolgreich.
Noch ein erfolgreich. Ui, das war sogar richtig gut. Das war richtig gut. So, was haben wir hier noch? Das würde eine Stunde dauern. Oh. Könnte sogar funktionieren. Wir den einfach mal hier rein. So. Hm? Damit es hier ein bisschen leerer aussieht. So. Unsere Angst. Mhm. Oh, tierisch. Gibt's hier denn irgendwie einen Händler? Lol. Was ein Händler da hinten? Ne, ich brauche hier einen Aktionshändler, weil in der Gilde scheint keiner da zu sein. Geht's? Wo bist du, Alter? Oh, was haben wir denn hier? WTF, ich hab noch eine Tasche. Jetzt reicht's aber hier bei dir. Oh, ich hab auch eine Tasche. Und ein Spielzeug. Okay. Kannst die Tasche nur einmal kaufen. Ihr könnt nicht noch mehr von diesen Gegenständen tragen. WTF. Kauft mir die Tasche jetzt auch? Meine Tasche ist echt gut, ey. Na ja, geht. Aber kannst leider nur eine davon tragen. Schade, sonst hätte ich jetzt nochmal gekauft. Ist ja blöd. Na, jetzt. Das ist ja blöd. So. Ja, also in der Tasche passt echt mehr rein. Und ein Spielzeug habe ich. Das gucke ich mir nochmal kurz an. Vielleicht kann ich da den Becky wieder auf den Sack gehen damit. Wahrscheinlich. Was ist denn das für ein Spielzeug? Was macht das denn? Hä? Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Wie lange hält das? 5 Minuten leider nur. Und hat 30 Minuten Abklingzeit. Ich dachte, er hat schon eine Stunde oder so. Ja, sieht nice aus. In diese Form kann ich nicht reiten. Okay. Na dann, tschüss. Naja. So, hier sind wir hier unten auch fertig. Jo. Dann fahren wir jetzt dort hoch und machen die andere Quest dort. Mit besiege. Ach nee, das ist ja mal. Ja, dann machen wir jetzt links um die 2, ne? Würde ich sagen. Dann fliegen wir da hoch, würde ich sagen. Ach, da kann man gar nicht. Doch. Doch, nein. Doch kann man. Auf jeden Fall in die Nähe. Ja. Das ist schon mal wichtig. Von da aus können wir dann da hinreiten, machen da die Quest, dann ziehen wir hoch zu der anderen Quest und dann gehen wir runter und geben die andere Quest ab. In der Dungeon sind wir auch gut dabei, also vielleicht kommen wir jetzt doch gleich rein. Das ist wirklich Bombe. Spitzen von Arak. Lol. Da dürfen nicht mal synchron fliegen, ey. Na, jetzt bist du bei mir ein bisschen nach vorne gerutscht. Oh, dein Bruder ist da. Ja. Die Tasche gefällt mir. Die ja, like ich. Ne? Die ist schön groß. Ja. Ja, dass man den ganzen normalen Rucksack nicht austauschen kann. Ja, ne? Jetzt ist, mittlerweile wird er nämlich ziemlich klein. Ja. Früher war das immer der größte, ey, den haben kannst und jetzt. Oh, Faulhaut. Aber den haben wir schon, ne? Ja. Was mit Faulhaut? Den haben wir schon. Ja, den haben wir schon. Aber was haben wir denn hier vergessen, ey? Ja, wir haben auf einmal übelst viele Quests bekommen, keine Ahnung, verteilt auf einmal. Und das ist ein bisschen zeitintensiv, was wir hier jetzt die Probleme so ein bisschen haben. Müssen wir nicht oben da rein? Ja, hier, da oben ist so eine Brücke, siehst du die? Da müssen wir irgendwo hinkommen. Tja. Der ist da oben auf der Brücke. Ja, dann fahr doch hier hoch. Nee. Guck mal, ob das hier geht. Das sieht so aus, als. Ah, doch, das könnte funktionieren. Lol. Oh. WTF. Oha! Sag doch was. Der Knaller, ey. Na egal, wir sind ja nicht so stark. Wir sind ja nicht so stark.
Ich habe gerade so gut wie 10k gefahren, cool. Davor, ja, jetzt müssen wir über die Brücke. Also mit dem Paladin muss ich mich auch noch hinsetzen. Aber erstmal auf Stufe 100 und dann. Da oben. Guck mal hier. Ah, hier, guck mal, hier ist der Ruhestein für unsere Indie, wo wir gerade dabei sind. Reinzukommen. Hui. Oh, warte mal. Nee, wieso kann. Oh, was ist das denn? Wow. Okay. Jetzt? Ah. Und jetzt? Ach so, das sind so eine Fliegeviecher. Wo sind Fliegeviecher? Oh, da! Oh, die kommen. WTF? Was ist denn jetzt passiert? Irgendwie witzig, die Quest. Drück mal die 2, es hört sich irgendwie witzig an. Ja, dieses Flup-Flup. Lass dich ja nicht treffen, ey. Hm. Irgendwie funktioniert das Licht nicht bei denen. Ne, die 1 nicht, ne? Ne. Das geht nur bei den unten. Hier muss man mal richtig ein bisschen shooten, also. Mit der 2. Vorsicht, unten die kannst du mit dem Laser. Ja, das. Fein. Irgendwie bin ich jetzt schon das zweite Mal rausgekommen. Aber die gehen nicht down hier. Nicht bei mir schon. Ah, jetzt bin ich fertig. Ich weiß es gar nicht. Doch, ich anscheinend auch. Oder? Ja. Ha, haben wir wohl den Steinbruch befreit oder sowas in der Art. Auf jeden Fall ist jetzt hier für unsere Let's Player, für YouTube auf jeden Fall ein Ende. Jo. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.